Letztes Mal bei 4. Ha. Und die Information bringt uns jetzt inwiefern was? Ah, scheiße. Oh. Fuck, damit habe ich an der Stelle jetzt nicht gerechnet. Und nun zurück ins Getümmel. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in 4. Auch hier dasselbe wie bei Tomb Raider. Ich hatte jetzt erstmal vorübergehend leider keine Zeit, diese beiden Spiele aufzunehmen. Jetzt geht es weiter. Wir sehen zu, dass wir hier rausfinden, was nun eigentlich hier los ist und Alice Wade zu fassen bekommen. Ja. Das ist ja immer noch unsere Aufgabe und ich muss mal gucken, kommen wir hier durch? Müssen wir hier durch? Gibt es hier noch was zu holen für uns? Ich bin ein kleines bisschen raus. So, mal schauen. An dem Laptop waren wir schon. Ist alles gut soweit? Dann mal weiter gucken, wo uns unser Weg hinführt. Ich hoffe, ich gehe nicht zu oft im Kreis jetzt. Aber scheinbar schon. Ja, immer schön im Kreis laufen. Dann haben wir nicht die passende Waffe dafür. Dann gehen wir mal hier lang. Mal gucken, wo es uns hier hinführt. Haben wir auch nicht. Nützt uns nichts. Was liegt denn hier rum? Achso, ein Typ. Ja, es war mal wieder ganz schön finster. Na gut, okay, dann schauen wir mal, kommen wir hier irgendwo. Also hier ist auf jeden Fall abgesperrt. Ich könnte aber, kann ich hier durchspringen? Ja, kann ich. Liegt noch eine Pumpgun, könnte also die richtige Richtung sein. War ich hier draußen schon? Gute Frage. Hier ist auf jeden Fall die Tür offen. Hier war ich doch aber auch gerade. Na, dann würde ich glatt hier mal gucken, dass ich hier mal rauskomme. Na komm. Hier war ich doch aber auch schon. Ja, das ist halt, wenn du eine längere Pause machst, dann bist du dann ganz schön raus aus der Geschichte und, was bist denn du, eine Vase? Ah, müssen wir nach unten? Könnte durchaus sein. Wir gucken mal runter. Das ist ja durchaus auch möglich. Wobei, die hier sind schon alle geplündert. Da liegt keine Munition mehr rum. Weil ich habe ja in der letzten Folge mit diesem ferngesteuerten Maschinengewehr einige umgelegt. Und es könnte ja sein, dass die Kollegen ja davon betroffen sind. Dementsprechend, ja. Ich weiß gerade echt nicht. Ah, Checkpoint wird gespeichert. Okay, es ist immer in der richtigen Richtung unterwegs. Das ist schon mal sehr beruhigend. Aber in diesem... Bin ich nicht hier ursprünglich mal hochgekommen, ne? Dann weiter hier durch die Schächte, wobei mich die musikalische Untermalung hier schon wieder ein bisschen nervös macht. Das gefällt mir gar nicht. Nämlich die Befürchtung, hier wird gleich wieder Alma oder Vettel oder wer auch immer auftauchen und ich fall runter und tschüss. Sie wurden getötet, dankeschön. Ja. Das war ja echt sehr erfolgreich. So,
Also nochmal das Ganze. Ich vermute aber, es war grob die richtige Richtung. Ja klar, man hätte auch einfach mal geradeaus gehen können. Na komm, komm ich hier nicht durch die Tür? Sieht nicht so aus. Dann muss ich wohl hier wieder die Leiter runter. Gefällt mir allerdings gar nicht. Ich weiß nämlich nicht, was hier unten auf mich wartet. Hä? Okay. Also hier sollte ich vielleicht nicht runterspringen. Aber habe ich irgendeine Wahl? Komme ich hier sonst wie irgendwie weiter? Na so. Hier ist noch eine Leiter. Ich bin doch gerade darüber gegangen, oder? Also vielleicht doch nicht hier lang? Also hier ist auf jeden Fall eine offene Aufzugstür. Ah, jetzt springe ich wieder in den Tod. Das ist jetzt irgendwie blöd, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Kriege ich nicht irgendwie vielleicht Hinweise oder so? Vielleicht doch eher hier mal an den Aufzug gehen, aber die sind ja alle offline. Bringt mir ja nichts an der Stelle. Das ist natürlich sehr schön. Das bringt mich hier, glaube ich, alles nicht so richtig weiter. Ich muss auf jeden Fall in Richtung diesem Aufzug weiter. Gar keine Frage, aber... So, hier sind wir hergekommen, genau. Tja. Dann und jetzt? Also hier geht's hoch. Ich könnte aber auch einfach mal hier rüber gehen. Theoretisch. Gleiches Spiel, nur dass es nicht nach oben, sondern nach unten geht. Die Frage ist, soll ich nach oben oder nach unten? Probier's mal weiter mit nach unten. Muss ja irgendwo dann weitergehen. Ich würde jetzt hier gegebenenfalls mal kurz einen Save setzen. Bevor ich hier wieder in den Tod springe. Ja, diesmal hat es geklappt. Aber hier geht es nicht weiter. Nee, hier habe ich keine Chance. Das bringt mir gar nichts hier an der Stelle. Ich kann höchstens versuchen, hier rüber zu springen. Ja, das hat geklappt. War das der Plan, ja? Sollte ich das tun? Hier war ich doch aber auch schon. Das kann doch gar nicht sein. Ist das der Plan, hier zurückzugehen? Ich habe da meine Zweifel dran. Das Spiel ist sonst immer so linear. Das ist jetzt irgendwie total doof. Hier liegt der Penetrator.
Ne, hier war mal. Also das glaube ich nicht, dass wir hier lang müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist das Büro von Alice Wade zumindest. Ich glaube, hier war mal aber auch schon. Also das, irgendwie beunruhigend. Ich sollte nicht so lange Pausen machen, habe ich das Gefühl. Tja. Dann einmal wieder hier. Naja, ich wollte eigentlich rüber, aber gut. Speichern Sie auf mit der Schnellspeicherung F5. Ja, ja, schön, danke auch. Ja, nee, dann machen wir das hier nicht. Dann gehen wir vielleicht doch eher nach oben. Halt, andere Seite. Ja, geht's hoch. Irgendwo muss es ja weitergehen. Gibt's ja gar nicht. So undurchsichtig ist das Spiel ja eigentlich nicht, ne? Ich habe das eigentlich insgesamt sehr linear im Kopf. Aber das ist jetzt doch gerade ein bisschen... So, hier liegt auf jeden Fall Rüstung rum. Das heißt, das kann nicht so verkehrt sein. Das hat man... Hier waren wir ja vorhin schon. So, dann können wir hier noch rüber. Na, aber nicht weiter. Und das war's dann an der Stelle. Gibt es hier irgendeinen Schacht, wo wir rein können? Oder... Muss ich doch echt mal suchen. Jetzt gehen wir noch mal runter. Und gucken mal, ob es hier irgendwo... den Schacht gibt. Da drüben waren wir ja. Das ist ja alles erledigt. So... Irgendwelche Lüftungsschächte hier an der Stelle, in dem Bereich hier, die ich nutzen könnte. Sag mal, hier ist auf jeden Fall eine Kamera. Tja, also bisher irgendwie nichts. Muss ja auch erreichbar sein in dem Sinne. Auf jeden Fall muss ich erstmal in dem Bereich hier bleiben. Das ist ganz klar. Okay, haben wir wieder so einen schönen Rundweg. Da kann ich wieder 20 Mal im Kreis laufen. Bringt mir aber alles nichts. Dann geht's wieder zu den Aufzügen zurück. Gibt's doch überhaupt nicht. Habe ich beim letzten Mal irgendwas verpeilt? Hätte ich irgendwas aus- oder einschalten müssen? Oder wie ist das? Also bei den Aufzügen hier geht faktisch schon mal gar nichts. Hier draußen kann ich auch nicht rum. Das ist alles Sicherheitsglas hier. Also wenn, dann geht's eigentlich nur hier. Doch nochmal hier oben gucken. Ja, hier drüben ging ja auch nichts. Das war ja... Das war ja durch hier. Das ist ja...
nichts zu holen. Kann ja auch nicht an den Seilen hochklettern oder so. Das funktioniert ja nicht. Ach Leute, was ist denn los? Doch nochmal hier alles absuchen. Die Tür hier geht definitiv nicht auf. Da kann ich machen, was ich will. Nichts zu tun hier, nichts zu reißen. Das ging jetzt ziemlich weit runter. Hier ist aber auch nichts weiter zu machen. Das sind einfach nur die Aufzüge hier an der Stelle. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade wirklich beim allerbesten Willen nicht. Nee. Ich will hier durch. Nee. Wieso komme ich hier nicht weiter? Das gibt's doch überhaupt nicht. Es muss doch irgendetwas gehen hier. Ich weiß, vom Scheiben kaputt schlagen wird es auch nicht besser, aber vielleicht doch nochmal in den Kontrollraum zurück, aus dem wir gekommen sind. Wo geht's denn hier hin? Hier ist dicht. Geht's nirgends hin? Dann vielleicht doch nochmal nach oben gucken. Auch wenn der Checkpoint vorhin eigentlich auf was anderes hingewiesen hat. Hier ist kein Durchkommen, hier wäre Durchkommen. Da könnte man dann auch da hinten rein. Werde ich auch müssen, weil alles andere geht auch an der Stelle überhaupt nicht. Na komm. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite von dem Tor. Das wäre hier derselbe Weg gewesen. Also sehe ich hier jetzt eigentlich auch noch nicht so den großen Erfolg. Gibt es hier irgendwo noch irgendwas, was wir auslösen können? Also hier in den Büros glaube ich eher weniger. Mal hier hinten weitergehen. Na, warte mal. War das nicht der Bereich, wo ich die alle mit der Kanone da oben abgeknallt habe? Also ist das ja eigentlich unsere Richtung hier, oder? Haben wir es jetzt endlich? Oh, da liegt ein Health Pack. Und hier schießt irgendwer. Sag ich doch, also hier sind wir richtig. Gut, jetzt geht die Action weiter. Es wird aber auch Zeit. Oh! Ganz schnell mal abducken hier.
Und vor allem müssen wir uns auch mal um den Kollegen hier kümmern. Unbedingt. Okay. Scheiße, das geht auch wieder in die Hose hier. Ich sehe das schon kommen. Na, endlich ist der draufgegangen. Das wird ja aber auch Zeit. Ah. Okay. Das war jetzt wieder knapp, weil ich mit denen einfach nicht gerechnet habe. Jetzt nach der langen Ruhephase, wo quasi gar nichts passiert ist und wir nur einen Weg gesucht haben, war das jetzt ein bisschen unerwartet. Gut. Haben wir irgendeine Waffe, die leer ist? Naja, die hier, aber die ist nicht ganz leer. Eine Handfeuerwaffe. Ich nehme mal hier den Penetrator mit. Der wird nicht schaden. So, auf jeden Fall brauchen wir wieder Medikit. Alles abgerasen, was geht hier. Und die Musik deutet darauf hin, dass es hier noch lange nicht vorbei ist. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Okay, jetzt scheint es vorbei zu sein. Nee. Da war ich wieder zu voreilig. Ah, scheiße. Jetzt hätte ich mich fast selber gesprengt. Herzlichen Glückwunsch. Du brauchst gleich keine Verstärkung mehr. Okay. Sieht jetzt, glaube ich, ganz okay aus. Man kann sich raustrauen, würde ich sagen. Okay. Na gut, nachdem wir dann jetzt wieder so richtig im Getümmel sind und die Action wieder vorwärts geht, würde ich sagen, sollten wir uns noch mal kurz verteidigen. Und wer quatscht dann noch, wenn der ganze Trupp erledigt ist? Was? Wo? Ach, da oben hängst du, ich sehe dich. Na komm, na komm. Ah, ich treffe ihn einfach nicht, verdammt nochmal. Was machen wir da? Da ist er, alles klar. Gut, ist es jetzt erstmal für einen Moment ruhig, denn dann würde ich diese Folge an der Stelle beenden. Wir sind jetzt endlich wieder im Getümmel und es geht wieder vorwärts. Ja, den richtigen Weg gefunden, das ist ja auch ein Erfolg für eine Folge. Ja, und dann schauen wir mal, was uns hier dann in nächster Zeit noch so erwartet. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Da müssen wir jetzt noch durch hier. Ach, komm schon. Doch. So. Aber jetzt, oder? Was? Ja, wo denn? Ach, da hinten. So, jetzt ist aber Ruhe hier, oder? Ha, alles klar. Bis zur nächsten Folge. Ich bin jetzt raus hier. Haut rein.